Herzlich willkommen im Naturatelier Schatztruhe der Kobernaußerwaldhexe. Heute dreht sich alles um das Julfest, um die Wintersonnenwende. Für uns Hexen ein sehr, sehr wichtiges Fest im Jahreskreislauf. Der Anfang des Lebens ist traumartig. Das Ende des Lebens ist traumartig und das Ganze ist ein Geheimnis, hat Albert Schweitzer gesagt. Und das trifft auch besonders auf die Julnacht zu. 2020 ist die Wintersonnenwende besonders magisch, denn die große Konjunktion von Jupiter und Saturn steht am Himmel. Ein neuer 20er Zyklus beginnt. Und ganz spannend ist und wunderbar, dass diese Konstellation, die gab es zuletzt bei Christi Geburt und wird auch als Stern von Bethlehem bezeichnet. Denn beide Planeten, Jupiter und Saturn, stehen hell am Himmelszelt und strahlen in ihrer Magie zu uns herunter. Und ich werde in dieser Nacht ganz, ganz sicher in den Wald gehen und ich werde mir dieses Naturschauspiel nicht entgehen lassen. Ein schönes Ritual zur Julnacht ist auch, weiße Speisen vor die Türe zu stellen. Und die Percht, die Frau Holle, die Tiere, die Wesenheiten, die werden sich dann freuen über diese Gabe. Ja, das Julfest, die Wintersonnenwende, ihre Riten und Rituale gehen weit in die vorchristliche Zeit zurück. Und unsere Weihnachtszeit, wie wir sie im europäischen Raum in der westlichen Kultur kennen, hat ihre Ursprünge in diesen archaischen Zeiten. Wir feiern die längste Nacht und den kürzesten Tag in der Wintersonnenwende. Und ab dem 22.12. werden die Tage dann wieder langsam länger. Daher sagt man auch, dass an Jul in der Tiefe der Julnacht das Licht wieder geboren wird. Und dieses Licht stellt auch der Schwan dar. Denn der Schwan weiß um die Übergänge des Lebens, die Schatten, die Dunkelheit, den Tod, die Wiedergeburt und das Leben und das Licht. Der Schwan kommt ja als dunkles Wesen zur Welt, ist ja ganz schwarz am Anfang und wird dann mit der Zeit weiß. Und das ist auch eine herrliche Symbolik zur Julnacht. Ja, in der Julnacht, da rauscht die Frau Holle, die Percht, auch mit ihrem Gespann, mit ihrem Hundegespann durch die Lüfte, durch die Nacht. Es ist eine Zeit des Wechsels und es ist auch eine Zeit, wo das Licht und die Finsternis in Dualität steht. Und dann auch wieder das Licht in die Welt kommt und so auch in unsere Herzen. Und so wünsche ich euch ein gesegnetes Julfest, auch Thomasnacht genannt, die längste Nacht des Jahres, der kürzeste Tag. Male oder schreibe auf, was du loslassen möchtest, das ist eine gute Idee. In diesem Sinne, lasst das Licht in eure Herzen. Und am 24.12. beginne ich dann mit meinen Rauhnachtsglitzerfunken. Für mich beginnt die Rauhnächte ja schon am 21.12.
Aber da ja ab dem 24.12. jede Rauhnacht für einen Monat im neuen Jahr steht, beginne ich mit dem 24. In diesem Sinne, liebe Grüße aus vollem Herzen, eure Kobern-Außerwald-Hexe. Viel Licht.